Ich will nach Hause. Jetzt schon? Ja! Oh, also die Hauswirtschaftsprobe mit Charisma und Fingerfertigkeit werden und sowas von fertig machen. Also meine Knappin hat ja Charisma, nur keine Talentwerte. Abu hatte damals ja Fingerfertigkeit, ne? Abu hatte Fingerfertigkeit 12 oder 13. Ja. Und Charisma 15. Aber Charisma hilft dann da echt nicht weiter, zumindest nicht beim Aufhängen. Wenn du irgendwie in einer Bierstube bedienst vielleicht, ja, aber... Ich meine... Wirklich Sinn macht das nicht. Was denn? Charisma? Das Charisma, ja. Ja, Hauswirtschaft ist ja noch mehr. Das ist ja auch sozusagen das Organisieren eines Haushaltes. Das ist aber auch das Säubern von Kleidung. Deswegen das Talent, das Organisieren, die soziale Interaktion mit anderen Leuten hat überhaupt nichts damit zu tun, damit, dass man irgendwas sauber macht. Deswegen ist es so unsinnig, weil dieses Talent einfach zu grob gefasst ist. Deswegen ist es so, wie es ist. Man würfelt einfach auf die Dinge, die da stehen. Ja, ich habe jetzt auch vor einiger Zeit erst angefangen, die Hausregeln für meine Gruppe auch mal irgendwo aufzuschreiben, damit ich sie nicht immer wieder vergesse. Also wir haben angefangen damit, als wir den Druidenrache-Exploit gefixt haben. Was ist denn da für ein Exploit drin? Du kannst mittels Seelenwanderung mehrere Druidenrachen übereinander stapeln und dann Zauberfertigkeitswerte im 100.000er-Bereich erreichen. Wow. Ja, und dann kannst du halt dann hier Attributo Klugheit verpassen, dann darfst du unendlich oft modifizieren, dann sagst du gut, Amatrutz 100, kostet 10.000 ASP, dann werden die Sternchen abgezogen, oh, ich habe 90.000 Sternchen übrig. Hier, Amatrutz 100, 3 ASP, ich habe noch die Wirkungsdauer 10-mal auf Wirkungsdauer vergrößert, modifiziert, habe ich für die nächsten paar hundert Jahre Amatrutz 100. Dafür ist es einfach, den Spieler auf die Schnutte zu geben, wenn er sowas versucht. Ja, natürlich, wir haben einfach prophylaktisch trotzdem gesagt, Druidenrachen lassen sich nicht stapeln, Punkt. Holy shit! Anbricht und jahrelang komplett übermüdet gemeinsam mit Ragnar in den Dschungel aufbrechen muss. Geil. Hab gehört, die Rüstung nehmen wir morgen mit als Trophäe. Schauen wir uns mal an, was die Rüstung alles kann. Ich trag die nicht. Du kannst den Minderpack nehmen. Ja, nehme ich mit. Wie geil. Wow, seid ihr Mongos, ey. In der Geschichte des Durchseins. Es war noch niemals so durch, wie wir durch sind. Ich bin der Meinung, wir haben dafür einen Schicksalspunkt verdient. Weil du da gerade verloren hast, meinst du? Ja, und du hast dann einen zweiten. So gut. Ich fand das so gut. Ey. Die letzten Momente, also ich fand es mega spannend, komplett durch. Als du dann Belharion Medic weggekrittet hast, das war einfach zu köstlich. Das war das Allergeilste, was ich je gesehen habe. Ja, vor allem, weil er dann die 20 geworfen hat. Ich habe mir gedacht, ja, wir bringen ihm irgendwie eine Wunde bei oder so und dann türmen wir. Dann weg ist er. Also, fast weg. Reicht mir. In den Arm abgeschlagen. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er irgendwie überhaupt einen Belhalar-Paktierer verletzt hat. Du hast halt einfach dem obersten Belhalar-Paktierer den Arm abgeschlagen. Wenn man dort Belharion Plot-Immunität hatte, wussten wir ja vorher. Also ich werde jetzt Belharion Manning einmal aktualisieren und an dieser Stelle wird er einen Kreis tiefer gehen. Er hat jetzt seine Tigerklaue. Also jetzt, das ist der Grund, warum Belharion Manning eine Zandenklaue trägt. Ja, geil, sein blutender Name. Ja, und seine Rüstung ist auch weg. Dass es als Heldentat bei uns in den Charakterbögen vermerkt wird. Auf jeden Fall. Denn wir gehen natürlich damit hausieren. Also nicht in Boran, sondern nur bei unseren Leuten, aber. Hexenstreich hat Belharions Mannings Rüstung geklaut. Also, wenn ihr das natürlich erzählt, das ist dann, ja, hey, ich habe halt eine Seeschlange besiegt, ne? Das ist auf dem gleichen Niveau, aber ihr wisst halt, dass es wahr ist. Das glaubt halt keiner. Genauso wie das. Genau wie uns keiner glaubt, dass wir Drachen getötet haben, aber hey. Erinnerst du dich noch dran, als wir die Adlergarde getroffen haben und erzählten, ja, wir haben Drachen getötet und die sagen, ja, wir kämpfen auch gegen Seeschlangen? Mhm. So können wir uns jetzt hinstellen, wenn die sagen, die kämpfen gegen Seeschlangen. Ja, und dann, wenn die Leute noch nicht wissen, dass Belharion Manning seinen Arm verloren hat und er dann plötzlich mit so einer Zahnklaue rumläuft, dann könnte vielleicht die Leute sogar denken, dass an unserer Geschichte was dran ist. Ja, vor allem haben wir sehr publikumswirksam die Feste abgefackelt. Das heißt, wirklich egal. Ja, aber kann ja im Nachhinein jeder behaupten, dass er das war. Ja, der Widerstand kriegt erstmal Auftrieb. Ja. Ich freu mich jetzt erstmal, dass wir morgen erstmal ganz normal anfangen. Jalan, stirb einfach nicht deswegen. Also mach einfach nichts Dummes, sondern ja, wird das einfach. Komplett bedeckt. Dann wird das einfach. Die ganze Stadt vergiften, ist mir egal.
dann wird das einfach kanonisch. Dadurch, also wenn du nicht stirbst, wird das kanonisch, das Ding. Dann gibt es nämlich keine Widersprüche. Dann ist Satinov nämlich befriedigt und ja, dann geht's halt nachdem der Tag gesprungen ist, geht's dann weiter. Du bist total übermüdet, roter Augen, kommst gerade mit dem Sonnenlicht in die Taverne rein, Blut überströmt zusammen mit Ragnar, der da irgendwie, achso, die Rüstung habt ihr versteckt, ne? Ja, dann könnt ihr halt, kannst du halt dann nächstes Mal, also morgen erzählen, was ihr für ein Bullshit erlebt habt. Und wir können die Rodrigo weiß ja auch gar nicht, dass ihr losgegangen seid. Ah, das ist so geil. Ja. Oh Mann, was für Bullshit ist hier das? Also, ich finde das echt gut. Mir hat das richtig Spaß gemacht. So, SGs. Schleichen, sich verstecken, Baukunst, beliebige Nahkampfwaffe. Was wollt ihr noch haben? Ich finde, Jarlan hat sich den Schicksalspunkt aber verdient. Er hat Belharion und Manning seinen fucking Arm abgeschlagen. Dass sie hier einen kriegen, das muss nicht sein. Und er kriegt noch eine SE, weil er seinen Schicksalspunkt verbrannt hat. Mut. Würde ich sagen. Wenn das nicht mutig war, dann ist nichts mutig. Oder eine Minus-SE auf Klugheit. Da einfach mal mit Ragnar in den Sanktum reinzustürzen. Oh, das war so gut. Das war so gut. Davon wird Ragnar noch seinen Kindeskindeskinder erzählen. Ja, Ragnar, das war doch besser, als in irgendein billiges Kontor einzubrechen. Das ist richtig. Und woher wusstet ihr von meinem Plan, dass ich bei dem guten alten Ruben, dem Riesland-Fahrer, einbrechen wollte? Du hast das gesagt. Ah ja, stimmt, ich habe leise vom Kinn gemurmelt. So gut. Lass mich kurz nochmal meine Essays notieren. Was gab's? Habe ich gerade gepostet. Hoffe ich mal. Hoffe ich auch. Ja, wobei, wenn ich so eine Holzrüstung in die Finger bekommen würde, sofort. Ja, aber du musst trotzdem noch deinen Tragkraft beachten. Ja, ich habe nicht so viel. Also, ich schlepp ja keine Waffen mit. Also, wir haben noch zwei Rüstungen im Dschungelfanggraben. Die können wir im Vorbeigehen aufsammeln. Ich glaube, die würde er nicht tragen. Die sind wieder aus Metall. Ja, aber vor allem... Abgesehen davon, dass die sowieso keiner freiwillig nicht trägt, sind an den Rüstungen irgendwas außer den Haken aus Metall? Muss ja eigentlich mit 5. Kann doch einfach eine dämonische Rüstung sein, die halt wegen der Dämonischkeit, sagt man das, so nicht, geil dass ist. Dass die an jeden x-beliebigen Kamadganisten dämonisch bearbeitete Rüstung haben. Achso, ich habe jetzt an die Rüstung vom Obermacker gedacht. Nee, die hat sogar weniger Rüstung als die von einem normalen Garnisten. Ha, der braucht sie auch normalerweise nicht. Der hat mich mit einem Arm, hat er mir noch 45 Punkte Schaden entgegengehauen. So gut. Ich fand das viel besser, dass du nicht gestorben bist, sondern dass du auf einen Lebenspunkt runter warst. Die hätten dich Tage und Nächte lang, Monate lang hätten die dich gefoltert. Ja, hätten sie vermutlich, aber für sowas gibt es Schicksalspunkte. War schon eine coole Szene. Da bin ich gespannt auf das Let's Play. Also ich werde das so machen, dass ich den Einschnitt genau in der Pause setze. Und dann, nachdem die Hälfte hiervon erzählt worden ist, werde ich dann die Solo-Runde einbinden und dann wieder zurückspringen. Das ist, denke ich, die beste Variante. Ja, weißt du, vor allem, ich stehe da und wir dachten eigentlich alle, jetzt sind wir am Arsch. Und ich sage einen Sturmangriff an und kritte den erstmal. Und wenn der Typ keine Plot-Immunität hätte, er wäre da und auf der Stelle gestorben. Echt? Also ich habe nochmal ich habe dann eine 20 beim Ausweichen gewürfelt und ich hätte dann schon beim Schicksalspunkt hätte ich die 1 neu würfeln lassen oder meine 20, aber den Schicksalspunkt hattest du schon ausgegeben. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe es dir dann gegönnt. Ich habe es dir dann gegönnt mit der 1, weil ich wäre einfach ein richtiger Wichser gewesen, wenn ich jetzt die 1 weggenommen hätte. Und dann habe ich einfach gesagt, ja okay, dann spaltet ihr halt nicht den Kopf, sondern dann spaltet ihr halt den Arm und dann ist eben genau das passiert, was ich nicht wollte, aber was ich eben machen konnte. Und er wird dann im Klientron wieder auftauchen. Er hat dann halt wieder seinen Arm, aber es ist dann eine Sandklaue. Und bis dahin taucht er halt unter. Keiner weiß, dass er eine Sandklaue hat, weil die sowieso immer verbunden ist. Die blutet ja trotzdem halt. Er braucht ja das Blut von gefallenen Feinden, um sich zu regenerieren. Ja, genau. Das ist ja auch, also das ist ja das, was ich jetzt ergänzt habe, weil das Ragnar und Jarlan herausgefunden haben im Gespräch oder im Belauschen von Wachen, dass er nur heilen kann, wenn er im Blut von Feinden badet. Na, jetzt vielleicht sogar noch schlimmer. Sie haben ihn ja nochmal in einen Kreis tiefer getrieben. Ja, aber glaube, da hat er dann... Man einfach gar nicht mehr. Ich weiß welchen nicht. Welchen Kreis ist der denn schon? Ist der nicht schon im 5. oder so? Jetzt ist er am 4. Nachher in der Halbwachsdämmerung ist er am 5.
Also haben wir ihn jetzt in den fünften getrieben? Nee, ihr seid jetzt vom dritten in den vierten. Ah, okay. Und Moraine Bridget ist im zweiten. Ja, also so der höchste Paktierer, der momentan so auf Derek kreucht und fleucht. Rassasor, oder? Rassasor hat, glaube ich, den sechsten. Oder sogar den siebten. Ich glaube, regeltechnisch geht's gerade nur bis zum siebten, aber ich glaube, Rassasor kann im sechsten oder im siebten sein und der will dann ja sich aus der Seelenmühle retten, indem er dann das Jahr des Feuers benutzt. Ja, Galotta ist, glaube ich, auch im vierten oder fünften. Galotta weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung, in welchem der steckt. Anhand seines Größenwahns in einem hohen, würde ich mal behaupten. Ich meine, der Größenwahn war vorher schon da. Das war ja, Nahema sei Dank, aber... Dass man diese Worte mal hört. Ja, tatsächlich. Galotta wäre nur ein ganz braver Hofmage geblieben, wenn Nahema nicht ihm in die Eier getreten hätte. Nahema hat ja damals die Beschwörung manipuliert, und der Zand ist wegen ihr dann quasi außer Kontrolle geraten und hat ein paar Leute getötet. Ja, wer beschwört denn auch schon einen Zand? Ja, also... damals scheinbar alle. Hall war langweilig. Nahima hat ihn halt richtig hart bezirzt. Und dann wollte Hall irgendwas Geiles sehen und dann hat sie ihn halt beschwatzt. Ja, soll noch mal einen Hofmagier herbeirufen. Dann kam der gute Galotta. Damals noch ein Mitglied der Weißen Gilde und so. Und dann wollte Hall was Lustiges sehen und Nahema sagt halt, ne? Na, so ein Dämon wäre doch was Lustiges. Oder ein Artefakt. Wo sie genau wusste, dass Galotta keine Artefakte kann. Ja, und dann ist es auf den Dämon hinausgelaufen. Sie hat die Beschwörung manipuliert. Galotta hat den Scharlachkappentanz getanzt, wurde verjagt. Hafax hat ihn aus dem Knast befreit. Damals war Hafax noch ein Good Guy, der einfach gut mit Galotta befreundet war. Das ist irgendwie ein Satz, den man oft hört. Damals von der und der noch ein guter Typ. Ja, also das finde ich ja das Coole. Das werde ich euch auch nochmal in-game thematisieren lassen, wo dann Yalan wieder im Karree springt. weil Sanin und Hafax sind Freunde. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Das sind gute Freunde. Und ja, wird eine coole Szene werden. Dafür werde ich sorgen. Wenn ich mich so oft mit Leuten duellieren würde, wie ich Bock zu hätte, ich würde dauernd nur bei einem LEW rumrennen. Ja. Nee, also ich weiß nicht wo, in irgendeinem Buch oder Abenteuer wird auch das mit Galotta und Hafax thematisiert. Ja, das ist der Scharlachkappentanz. Du hast es bedeutet. Ich meine, der Scharlachkappentanz ist natürlich eine Story aus einer Zeit, in der die Weiße Gilde noch aus dem Handgelenk Dämonen beschworen hat. Nee, also er hat damals schon auf die Fresse bekommen, dafür, dass er sich damit befasst hat. Also, er war ja auch Magier für Jus. Ja, der hat, so unter der Hand mit Oswin Puschinski Briefkontakt gehabt und ist deshalb nicht zum Konvokatus Primus der Weißen Gilde gewählt worden. Ja, hat er auch mit den Bravakern, mit Terbysios hat er ja auch gekreuzte Finger, Bronx. Ja, genau, vor allem hinter dann, aber auch während den, ich glaube in Torwall, während den Gesindedisputen, war der immer gute Freunde mit denen. Und später ist er halt dorthin abgehauen. Aber ich finde ja, da kommt mein Lieblings-NSC Polberra wieder vor in den Büchern. Liebe ja Polberra. Ich habe halt diese Mumie, diese riesige Leibwächter-Mumie. Und niemand weiß, dass es eine Mumie ist, aber jeder sieht es. Und von Polberra, ne? Ja, Polberra. Komischer Typ. Ja, aber ich finde auch die Beschreibung von Polberra in dem, ich glaube im Akademieband ist es so geil. Ich weiß nicht den Wortlaut, ich kann es gerade mal raussuchen. So. Ich meine, Polberra ist doch auch einer, der den Pakt gebrochen hat, oder? Also zumindest war er mal ein Boron-Geweihter, ist gefallen, jetzt Nekromant, also bei dem weiß man nicht so richtig, was bei dem abgeht. Ja, stimmt, genau, das war der. Dann war er noch Visa-Kultist. Also das volle Programm. Was? Die Geschichte von dem Charakter? Ja. Ach so. Ja, ich finde den trotzdem saugeil.